Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Wir sollen Servers überwachen. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Ich komme vom Eisen. Das ist Servers. Und? Ich bin hier, um deine Abgaben einzutreiben. Ist es schon wieder soweit? Wie viel bekommst du von uns? Für wie viele bezahlst du denn? Wir sind zu dritt. Alles klar. Dann bekomme ich von dir 300 Splitter. 300? Alles klar. Hier hast du sie. Dankeschön. Ich muss jetzt weiter. Alles klar. Ich stehe hier nur rum. Mal schön langsam hinterher dackeln. Echt schöne Sachen haben wir hier gekriegt. Oh, gefällt mir. Wir haben auch schon die erste Magie gekriegt. Ich glaube, er will zu ihr, oder? Was willst du, Servas? Mach mir jetzt bitte keine Probleme. Ich will nur die Kohle für den Clan, dann bin ich wieder weg. Hier hast du 100 Splitter. Mehr gibt's nicht. Danke. War das jetzt so schwer? Ach komm, verschwinde einfach, okay? Ich finde es immer noch schade, dass wir einen Mann spielen. Ich hätte so gerne eine Frau gespielt. Hätte irgendwo besser gepasst, wenn man die Bestie von als Frauenkosenamen. Ich glaube, ich muss gleich nochmal hochfliegen. Außerdem genau, wo ich noch von erzählt habe, Ignadon gefällt mir ja auch nicht, ne? Also nicht nur wegen den ganzen Maschinen, sondern auch wegen... Ach, guck mal, hier kann man auch runtergehen. Ich springe die ganze Zeit runter. Boah, Kaya, kann man dir echt keine Schuhe geben? Das ist schlimm. Mir wurde gesagt, du willst dich dem Eisenclan anschließen. Ja, das stimmt. Kommst du von Angrim? Ja, tue ich. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du genommen bist. Das ist ja großartig. Ich bin aber auch hier, um die 200 Splitter Spende für den Clan einzusammeln. Ja, natürlich. Moment, ich habe die Splitter in der Tasche. Hier, bitte. Danke. Und willkommen im Eisenclan. Ich muss jetzt zurück zu Angrim. Wir sehen uns. Geht er denn jetzt auch wirklich zu Angrim? Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Oh, er spricht nicht mit uns, während er draußen ist. Hast du die Splitter eingetrieben? Ja, habe ich. Hier hast du sie. Genau 400 Splitter. Zwei Abgaben und einmal das Eintrittsgeld für den Eisenclan. Und das ist auch sicher alles?
Ganz sicher. Wenn das so ist, danke. Du kannst gehen. Servas war bei mir und hat mir die Splitter gegeben, die er eintreiben sollte. Ich hoffe, du hast an seinem Arsch geklebt und ihn überwacht. Also dann. Er hat mir 400 Splitter gegeben. Hat er mir alles gegeben oder hat er mich beschissen? Er hat dir nicht alles gegeben. Verdammter Halsabschneider. Ich wusste es. Den Typen werde ich mir vorknöpfen. Danke, dass du das für mich getan hast. Aber bevor ich dir meine Stimme geben kann, muss ich mir zuerst Gedanken über Servas machen. Was passiert jetzt mit Servas? Ich werde mir schon etwas für ihn ausdenken, aber das soll nicht dein Problem sein. Du hast getan, was ich verlangt habe. Meine Stimme hast du. Dankeschön. Jetzt fliege ich nochmal hoch. Sich das anhört. Nein, 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 nein. Komme ich da überhaupt hoch? Ob der überhaupt, der hat mir ja keine Aufgabe gegeben. Nee. Der hat mir absolut keine Aufgabe gegeben. Ach, das ist Harkon. Dann sprich mal mit Bjorn. Mach ein bisschen Setzerarbeit. Was genau baut ihr hier an? Was du hier siehst, sind die Setzlinge für unsere Weltenherzen. Die meisten der Setzlinge überleben den Wachstumsprozess nicht. Bis ein Setzling wirklich erste Anzeichen zeigt, dass aus ihm ein Weltenherz werden könnte, vergeht eine lange Zeit. Aber wenn du mehr über die Weltenherzen wissen willst, fragst du am besten jemand anderes. Wir sind hier nur für die Zucht und Pflege verantwortlich. Wie steht es um die Setzlingsfelder? Den Umständen entsprechend. Die meisten meiner Leute sind mit dem Schrecken davongekommen. Aber der Angriff hat uns ein weiteres Problem beschert. Die Mistviecher haben den Boden so durcheinander gebracht, dass unsere Setzlinge gefährdet sind. Ich werde nicht umhinkommen, alles von meinen Leuten abzuverlangen. Es gibt also Arbeit. Ja, da die Setzlinge jetzt besondere Fürsorge brauchen, fehlen mir die Kapazitäten zum Abernten der Heilwurzeln. Aber da du ja nun auch im Range eines Setzers stehst, bist du eventuell bereit, mir da unter die Arme zu greifen. Ohne die Heilwurzeln wird es nun schwer fallen, die Verwundeten ausreichend zu versorgen. Ich kümmere mich um die Ernte der Heilwurzeln. Du packst die Dinge an, nur weiter so. Denk aber daran, dass mich nur die ausgewachsenen Exemplare interessieren. Die anderen taugen nicht einmal, um den Gestank aus den Stiefeln zu vertreiben. Wo kann ich die Heilwurzeln ernten? Sieh dich beim großen See oberhalb von Goliath um. Sie wachsen vereinzelt und sind leicht zu übersehen. Ihr solltet die Heilwurzeln in der Nähe des Setzlingfeldes anpflanzen. Der Vorschlag ist nicht schlecht. Die Bedingungen zum Wachstum wären auch hier gegeben. Und wir würden einiges an Wegstrecke einsparen. Weißt du was? Dein Vorschlag gefällt mir. In Zukunft lässt sich da sicher etwas machen. Bring mir etwas bei. Alles klar. Ach so, der hat auch nur das... Ja. Thank you.
Fürstin. Cormac schickt mich. Cormac? Er sollte mir doch neue Setzer zuweisen. Gehörst du etwa zu uns? Ja, ich bin jetzt einer von euch. Das freut mich zu hören. Wir können auf den Feldern jeden Setzer gebrauchen, den wir bekommen können. Du wurdest mir doch zugeteilt, um auf den Setzlingfeldern zu helfen, oder? Ja, wurde ich. Das freut mich zu hören. Wir haben ein echtes Unkrautproblem auf den Setzlingfeldern. Es gehört nun zu deinen Pflichten, sich darum zu kümmern. Ich habe letztens jemanden damit beauftragt, das ganze Unkraut auszureißen, aber es beginnt schon wieder, sich über die Felder zu verteilen. Such die Unkrautpflanzen, die ihre Samen an den kleinen Wasserfällen zwischen den Feldern verteilen, und reiß sie aus. Komm wieder zu mir, wenn du damit fertig bist. Aye, aye, Captain. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Boah, das muss ich alles ehrlich jetzt. Da ist noch eins. Schön arbeiten, Leute. Eigentlich ist es ja auch eine richtig schöne Gemeinschaft. Ich meine, die wollen die Welt wieder so schön grün kriegen, ne? Ist ja auch was Lobenswertes, ne? Verdammte Technik. Nur, dass sie über die Technik andauernd am Meckern sind, das ist ein bisschen nervig. Aber sonst, denke ich, werde ich ganz zufrieden sein. Da hinten muss ich hin? Okay. Wo war denn da ein See? Den See habe ich auch vollkommen übersehen. Da ist ein See? Ernsthaft jetzt? Tatsache, hier ist ein See. Sieh mal einer an. Tja. Kann mal schwimmen gehen. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Was ist das denn für ein Vieh? Warte, Scheiße, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, ich muss das mal speichern. Ein Slugbeast? Ich erledige das. Dann mach doch. Okay, ich habe keine Dingens mehr. Ja.
brennen selber ab. Wow. Guckt euch das mal an. Der Kiefer arbeitet noch. Wow. Ekelhaft. Na ja. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Nein. Ich will den Mana-Trank da unten haben. Den Heiltrank. Jetzt weiß ich auch, für was ich das jetzt kann ich jetzt auch Mana-Tränke endlich benutzen, ne? Da oben ist auch noch was. Ah, das Vieh, das habe ich ja. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Vieh gesehen habe. Ich habe ja schon viele gesehen. Auch viele eklige Tiere, ne? Und Mutanten. Aber das. Das sah gerade aus wie ein Dämon. Das sah nicht aus wie ein Tier oder menschlich oder. Ist Blut. Ich denke mal, das Vieh war hier vorher nicht. Ich brauche unbedingt Punkte, wie ich hier so Mana-Tränke und sowas zubereiten kann. Muss noch einen runter. Verdammter Technikkram. Ach, du bist ja nur neidisch. Hier, deine Heilwurzeln. Meine Anerkennung und der Dank der Verwundeten ist dir sicher. Außerdem werde ich Ragnar ausrichten, dass du dich für die Gemeinschaft einsetzt. Und ein paar Splitter als Bonus. Findest du das nicht ein bisschen wenig, Born? Na komm, na gut, aber nur weil wir uns kennen. Ich habe das Unkraut für dich. Was meinst du damit? Ich habe alle Pflanzen an den Wasserfällen ausgerissen, so wie du es gesagt hast. Und jetzt hast du sie mir mitgebracht? Ja. Ach, du Idiot! Was soll ich denn mit dem Unkraut? Schmeiß es gefälligst in die Komposttonnen. Sie stehen links neben dem Haus der Setzer. Die findest du aber alleine, oder? Pff, Trottel. Idiot. Nennt ihr mich einfach Trottel? So, das war's. Und nun?
wieder nach oben, ne?